Straßenbahnfahren ist vielleicht nicht knallleicht. Am Samstag aber durften schon die Kleinsten mal ein solches Gefährt steuern. Der Nahverkehr Schwerin hatte zum Jubiläumsfest geladen. 110 Jahre Elektromobilität in Schwerin. Dafür wurde auf dem Gelände des Nahverkehr Schwerin ein kleines Volksfest aufgebaut. 110 Jahre ist jetzt das Ereignis her, dass die erste Bahn elektrisch gefahren ist, 1908. Und das haben wir gedacht, das ist ein guter Anlass, weil das Thema Elektromobilität kommt auch Richtung Bus und auch in die Personenkraftwagen. Und die Straßenbahn hat das schon immer gehabt. Gerade die Pläne in Richtung Elektrobusse sind schon sehr weit gediehen. Gemeinsam mit Rostock sind Fördermittel beantragt. Sobald die Bescheide da sind, wird gekauft. Ob diese Busse dann auch Namen bekommen, ist noch offen. Die Straßenbahnen in Schwerin werden zukünftig einen eigenen Wiedererkennungswert haben. Auf den Namen Bertha Klingenberg wurde die erste Straßenbahn beim großen Nahverkehrsfest getauft. 5 Straßenbahnen jährlich bekommen zukünftig einen Namen. Gemeinsam mit der SVZ wurden Namensvorschläge gesucht. Auch die der nächsten 4 Bahnen stehen schon fest. Odense, Alexandrine, Fürst Niklot und Bequeme Lene. Der Fantasie sind also fast keine Grenzen gesetzt. Wir haben das quasi offen gelassen. Es gibt auch fast alle Namen und dann haben wir eine Jury, aber jeder Name ist denkbar. Tausende Gäste wollten sich das Familienfest nicht entgehen lassen. Praktisch, sie konnten kostenlos mit der Straßenbahn an- und wieder abreisen. Das Jubiläum des Nahverkehrs Schwerin wurde gemeinsam mit dem Nachbarn begangen. Bei der SAS, also der Schweriner Abfallentsorgung und Straßenreinigung, konnte nicht nur mit einem Müllwagen oder einer Straßenreinigungsmaschine gefahren werden. Großes Highlight war ein 47 Meter hoher Kran, der die Besucher in luftige Höhen für einen besonderen Ausblick brachte. Nahverkehr und Abfallentsorgung arbeiten nicht nur bei der Planung eines großen Festes zusammen. Wir produzieren aus Abfällen in Schwerin direkt mit der neuen Biogasanlage, die wir errichtet haben vor 3 Jahren, produzieren wir sauberen Strom aus Bioabfall. Sie sehen es hinter mir, die Straßenbahn, das ist genau das Thema. Die Straßenbahn fährt mit Strom. Wir produzieren Strom aus Abfall in Schwerin. Das ist der Kreislauf, der hier in Schwerin wirklich exzellent vorgelebt wird und damit eben geschlossen wird. Das ist die Zukunft, denke ich. Ja, ich finde, es ist gut, dass Mama die Türen öffnet und zeigt, was wir so tun. Wir sind ja ein Unternehmen der Daseinsvorsorge. Auch SAS ist ein Unternehmen der Daseinsvorsorge und sorgt dafür, dass es keinen Müll gibt. Und wenn man dann noch Dinge verbinden kann, dass aus Müll oder aus Biomüll Strom erzeugt wird und wir damit fahren, das ist, besser geht's gar nicht. Viele ungewöhnliche Einblicke boten sich den Besuchern auch beim Blick hinter die Kulissen. Wie sieht eine Straßenbahn von oben aus? Oder was passiert eigentlich, wenn eine Straßenbahn mal aus dem Gleisbett hüpft? Die Berufsfeuerwehr Schwerin zeigte, wie schnell so ein Problem mit dem richtigen, schweren Gerät zu lösen ist. Eine Sache hat dabei immer Vorrang. Die Sicherheit, ne? Also erstmal ist es ja meistens irgendwo im Verkehr, es ist nicht immer so glatt, wie es hier ist. Es gibt auch verschiedene andere Möglichkeiten noch, ne? Dann haben wir mit Strom zu tun, Oberleitung und. Also ne? Da spielen ganz viele Faktoren rein dann. Ne? Nachdem die Straßenbahn sozusagen wieder gerettet wurde, zog es einen Großteil der Besucher zur großen Bühne. Bernhard Brink hatte seit den 80ern einige Hits gehabt. Er brachte sie alle. Der Schlagerstar war einer von 3 großen Acts auf der Bühne des Nahverkehrs Schwerin. Den Schwerinern hat es offensichtlich gefallen. Mal schauen, welches Jubiläum der Nahverkehr Schwerin demnächst feiern kann.